Hallo ihr Lieben, bestimmt habt ihr auch jede Menge Restgarn zu Hause rumschwirren und es fehlt euch an Ideen, wofür man diese ganzen Knäule noch gebrauchen könnte. Deswegen zeige ich euch heute meine Idee, was ihr damit machen könnt. Auf der Suche nach der passenden Vorlage bin ich auf diese süßen Ballons gestoßen. Die gibt es in mehreren Varianten, die werden immer meist aus so einer dünnen Holzplatte hergestellt. Hier habe ich jetzt eine Variante, die ist aus einer Kraftplexplatte, das seht ihr an dieser anderen Struktur. Die habe ich mir vor dem Häkeln mit einer weißen Sprühfarbe noch angesprayt. Diese Variante habe ich mit einem Schwamm betupft und habe einfach einen Himmel drauf getupft. Und bei dieser Variante könnt ihr noch etwas drauf lasern lassen, zum Beispiel einen Namen. Ich habe mich jetzt für mein Logo entschieden, aber wenn ihr das Ganze mal verschenken möchtet, vielleicht zu einem Kindergeburtstag oder einer Geburt, ist das eine richtig süße Idee. Gefunden habe ich die Rohlinge bei Etsy. Den Shop verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall mal rein, dort findet ihr noch so viele weitere süße Ideen. Außerdem habe ich sogar die passende Datei zum Selbermachen gefunden. Für diejenigen unter euch, die solche Sachen gerne selber lasern. Den Shop verlinke ich euch natürlich auch. Schaut da gerne mal rein. Neben ganz vielen Dateien gibt es dort auch Kurse rund um euren Plotter. Also stöbert dort gerne mal durch. Heute häkel ich mit euch diese Variante, wenn wir hier einmal im Kreis häkeln, da zeige ich euch den nahtlosen Übergang. Und dann zeige ich euch noch die Variante, wenn wir nicht im Kreis häkeln, sondern wenn wir hier unten enden. Für diesen Ballon benötigt ihr 7 verschiedene Farben, wenn ihr ihn bunt haben wollt. Natürlich geht es auch einfarbig. Ich habe mich für einen Farbverlauf von rosa nach beige entschieden. Die Schnur für den äußeren Kreis sollte ungefähr 3 Meter lang sein. Ihr seht also, man benötigt gar nicht so viel Garn. Außerdem braucht ihr eine passende Häkelnadel. Ich nehme jetzt hier die Nummer 4, eine Schere und optional eine Stopfnadel. Ich empfehle euch, in der Mitte zu starten, damit es am Ende nicht so fummelig wird mit der letzten Reihe. Nur ist es ja bei diesem Kreis ein bisschen schwierig zu erkennen, wo genau die Mitte ist. Daher dreht euch das Ganze einmal um und zeichnet mit einem Bleistift die ganzen Kreise einmal nach. Somit seid ihr dann am Ende auf der sicheren Seite, dass ihr auch wirklich beim mittleren Kreis startet. Wir starten also nun mit dem mittleren Kreis. Ihr stecht mit der Häkelnadel einmal von vorne nach hinten hindurch. Nehmt euch die hellste Farbe. Lasst ein Stückchen überstehen, so ungefähr 20 cm. Dann fädelt ihr die Schlaufe einmal von hinten nach vorne durch. Gegen den Uhrzeigersinn häkeln wir jetzt. Geht natürlich auch mit dem Uhrzeigersinn, ich habe mich jetzt eben dagegen entschieden. Dann nehmt ihr euch hier den langen Faden und zieht den einmal durch und fädelt den durch die erste Schlaufe. Die erste Schlaufe hat sich bei mir ein bisschen gelockert. Die ziehe ich jetzt noch ein kleines bisschen fester. Dann geht es auch schon ins letzte Loch. Nochmal kontrollieren, ob ihr im richtigen Kreis seid. Holt euch den langen Faden, zieht diesen hindurch und wieder durch die Schlaufe. Und dann zieht ihr den Faden einmal komplett durch und die anderen beiden Schlaufen könnt ihr so ein bisschen festhalten, dass die sich nicht verschieben. Falls der Faden jetzt noch an einem langen Knäuel ist, müsst ihr den natürlich abschneiden. Meiner war jetzt nicht so lang. Dann geht ihr mit der Häkelnadel durch die erste Masche durch. Und fädelt euch dann den Faden einmal hindurch. Schön aufpassen, dass die anderen beiden Maschen nicht verrutschen. Und dann seht ihr hier bei der zweiten Masche, da müssen wir jetzt einmal durchfädeln. Von unten nach oben stecht ihr mit der Häkelnadel da einmal durch, dass ihr in der Masche oben wieder rauskommt, wo der eine Faden rauskommt. Und dann nehmt ihr jetzt den Faden, der hier oben liegt, und fädelt den auch einmal durch die Masche zurück. Und somit bildet sich jetzt die dritte Masche. Alles einmal nach unten durchfädeln
Und dann ganz behutsam alles zusammenzuppeln, dass es dann eben ein schönes Maschenbild ergibt. So. Und dann haben wir die erste Runde schon fertig. Dann dreht ihr das Ganze einmal um und verknotet die beiden Enden miteinander. Wenn ihr jetzt eine Stopfnadel habt, könnt ihr die beiden Fäden damit am besten vernähen. Ihr könnt natürlich auch eine kleinere Häkelnadel nehmen und das einmal durchziehen. Die Fäden schneiden wir jetzt dann auch noch nicht kürzer. Die vernähen wir in der zweiten Runde noch mal ein bisschen mehr. Wenn euch diese erste Runde jetzt ein bisschen zu fummelig war, dann würde ich euch die Vorlage empfehlen mit dem Herzchen in der Mitte. Da gibt es nämlich diesen mittleren Kreis nicht. Und ihr startet direkt im zweiten Kreis. Das ist ein bisschen einfacher. So, jetzt ist alles sauber vernäht und wir können mit der zweiten Reihe starten. Für die zweite Runde nehmen wir uns dann die nächste Farbe, lassen uns wieder so ungefähr 20 cm überstehen, gehen mit der Häkelnadel von vorne nach hinten durch die zweite Reihe, sucht euch einfach irgendein Loch von der Reihe aus, ist egal, häkelt die Schlaufe durch. Wieder entgegengesetzt des Uhrzeigersinns ins nächste Loch einstechen. Dann achtet ihr darauf, dass ihr den langen Faden nehmt, nach vorne häkelt und durch die erste Masche durchzieht. Wenn sich die erste Masche immer so ein bisschen löst, einfach wieder ein bisschen fester ziehen. Dann geht ihr ins nächste Loch, holt euch wieder den langen Faden, durchziehen und wieder durch die Schlaufe häkeln. So wie man Kettmaschen häkeln würde. So geht es die ganze Runde weiter. Wieder ins nächste Loch, den langen Faden holen und durch die Schlaufe davor ziehen. Achtet immer darauf, dass die Schlaufen ungefähr gleich groß sind. Nicht, dass die eine zu fest wird und die nächste zu locker. Dann sieht es am Ende sehr unregelmäßig aus. Und wenn ihr die Maschen sehr fest häkelt, dann kann es am Ende sein, dass so ein bisschen Holz noch durchschimmert. Das ist dann auch nicht so schön. Also versucht so ein bisschen lockerer zu häkeln. So, jetzt haben wir den zweiten Kreis schon halb fertig. Jetzt kommen wir schon ins vorletzte Loch, wieder den langen Faden holen und durch die Masche fädeln. Und nun sind wir beim letzten Loch angekommen. Dort stecht ihr jetzt einmal hindurch, holt euch den langen Faden, zieht den durch die letzte Masche und zieht den Faden jetzt einmal komplett durch. Wenn dieser jetzt natürlich noch am Knäuel hängt, so wie bei mir, dann schneidet ihr den einmal ab. Lasst den Faden wieder so 20 bis 25 cm lang, damit wir was Ordentliches haben zum Vernähen. Zieht den Faden einmal komplett durch und dann geht ihr mit der Häkelnadel durch die erste Masche, so von innen nach außen einmal durch und fädelt euch den Faden einmal hier durch, wenn er denn möchte. Dann geht ihr wieder durch diese letzte Masche, die wir hier gehäkelt haben, von unten nach oben mit der Häkelnadel einmal durch. Da, wo dieser eine Faden rauskommt, da müssen wir mit der Häkelnadel rauskommen. Dann greift ihr euch den Faden, der jetzt hier oben liegt, und fädelt den einmal durch diese Schlaufe zurück. Komplett durchziehen den Faden und dann alles schön ordentlich ziehen. Und dann ist die zweite Reihe auch schon fertig. Das Ganze wieder umdrehen und die beiden Fäden miteinander verknoten. Wenn ihr das mit dem Vernähen nicht unbedingt so gerne machen möchtet, könnt ihr das Ganze auch einfach mit Heißkleber verkleben. Ich arbeite nicht ganz so gerne mit Heißkleber. Meistens geht ja doch irgendwie mal eine Fingerkuppe drauf.
Deswegen vernähe ich das hier. Ihr geht dann einfach mit der Stopfnadel durch die Fäden davor durch, zieht den Faden einfach durch 4 bis 5 Maschen und dann geht das Ganze auch nicht mehr auf. Wenn ihr die beiden Fäden aus der zweiten Reihe vernäht habt, dann nehmt euch die Fäden aus der ersten Reihe noch und vernäht die in der zweiten Reihe auch noch ein bisschen. Dann schneidet ihr alles kurz und dann habt ihr alles schon sauber vernäht. Und wir können mit der dritten Reihe starten. Die dritte Runde startet genau wie die zweite. Hier seht ihr jetzt mal einen kleinen Schnelldurchlauf. Achtet wieder darauf, dass euer Faden lang genug ist zum Vernähen am Ende. Geht durch irgendein Loch durch in der nächsten Reihe, dann ins nächste Loch, den Faden durchziehen. Achtet darauf, dass ihr den langen Faden greift und nicht den kurzen. Und dann häkelt ihr die ganze Reihe wieder im Kreis, so im Kettmaschenlook wie auch in der Reihe davor. Und so ist jetzt jede Runde gleich bis zum Ende. Dadurch, dass ich hier eine etwas kleinere Häkelnadel verwende, verliere ich den Faden etwas öfter. Hätte ich jetzt aber eine größere Häkelnadel genommen, würde ich nicht mehr so gut durch die Löcher passen. Dann zeige ich euch jetzt nochmal diesen nahtlosen Übergang im letzten Loch und dann, denke ich, schafft ihr den Rest alleine. Ihr schneidet wieder ungefähr 20 cm ab vom Knäuel, dann geht ihr von innen nach außen durch die erste Masche durch, fädelt euch den Faden da durch. Geht von unten nach oben durch die letzte Masche, die ihr eben gehäkelt habt. Und dann fädelt ihr euch diesen abgeschnittenen Faden jetzt wieder hindurch. Und zuppelt euch alles schön zurecht, dass es ein gleichmäßiges Maschenbild ergibt. Am Ende wieder die beiden hinten verknoten oder festkleben und dann ein paar Maschen vernähen. Die letzten 4 Reihen habe ich jetzt auch fertiggestellt. So sieht das Ganze jetzt aus. Richtig schön geworden. Der Farbverlauf gefällt mir richtig gut. So sieht das Ganze von hinten aus. Und jetzt fehlen noch diese Fäden unten am Ballon. Da schneidet ihr euch 3 Fäden in eurer gewünschten Länge. Und dann knickt ihr die so in der Mitte und fädelt die entweder von vorne nach hinten durch, zieht jetzt diese beiden Enden durch die Schlaufe. Oder ihr fädelt das Ganze von hinten nach vorne. Auch wieder die beiden Enden durch die Schlaufe ziehen. Dadurch entstehen 2 verschiedene Maschenbilder. Ihr müsst euch entscheiden, welches euch jetzt besser gefällt. Für das Regenbogenende würde ich euch den rechten empfehlen. Ich habe mich jetzt bei dem Ballon hier für diese linke Seite entschieden. Ich fädel mir jetzt alle von vorne nach hinten durch. Ihr könnt natürlich auch 3 unterschiedliche Farben nehmen. Das ist ja wieder Geschmackssache. Dann zieht ihr alles schön fest. Und dann müsst ihr nur noch alles unten gleich lang schneiden. Und schon ist euer wunderschöner Ballon fertig. Für welchen Farbverlauf habt ihr euch entschieden? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Nun zeige ich euch noch die Variante an dem anderen Ballon. Da startet ihr auch wieder ganz normal in dem ersten Loch. Ihr könnt von oben nach unten oder von unten nach oben häkeln. Ihr stecht ein. Lasst wieder so ein bisschen so 20 cm übrig zum Vernähen, greift euch den langen Faden, zieht den wieder durch die erste Schlaufe durch und so häkelt ihr die ganze Reihe weiter, genauso wie eben, immer in diesem Kettmaschenstil. Der Unterschied hierbei ist eben, dass wir am Ende nicht im Kreis häkeln, wir brauchen das nicht verschließen mit diesem nahtlosen Übergang, sondern wir werden die Reihe einfach unten beenden. Vielleicht seht ihr, dass meine Häkelnadel so ein bisschen aus diesem Gummi rausgerutscht ist, von diesem Gummigriff. Das passiert mir leider immer wieder. Vielleicht habt ihr da mal einen Tipp für mich, wie man das am besten kleben kann.
Ich habe es schon mit ganz normalen Bastelkleber, mit Heißkleber und mit Sekundenkleber probiert, aber bisher hat noch nichts geholfen. So, jetzt sind wir gleich am Ende. Da fädelt ihr auch einfach noch mal eine Schlaufe durch. Dann schneidet ihr es am Knäuel ab, auch wieder so 20 cm. Zieht das Ganze einmal durch. Und dann fädelt ihr diesen abgeschnittenen Faden nach hinten durch, durch das letzte Loch. Zieht den ganzen Faden durch. Und jetzt zieht ihr einmal ein bisschen an dem Faden unten, so dass die Masche da so rein schlüpft. Und dann habt ihr auch hier ein schönes Ende. Dann könnt ihr diesen Faden wieder vernähen. Und die anderen Reihen werden genau in der gleichen Art gehäkelt. Für die Zotteln unten am Ballon nehmt ihr euch jetzt wieder drei gleich lange Fäden und fädelt diese von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne durch das Loch durch. Die beiden Enden werden immer durch die entstandene Schlaufe gezogen. Dann alles schön festziehen und alles auf die gleiche Länge schneiden. Eure Schere sollte richtig schön scharf sein. Und dann freut euch über euer tolles Ergebnis. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr findet diese Idee genauso süß wie ich. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt mir gerne. Ihr könnt mir auch auf Instagram schreiben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.